Hallo Freunde der gepflegten Unterhaltung. Hier habe ich meine Liste zusammengestellt, wo ihr mal sehen könnt, die Leerpunkte sind nur, falls ich noch was einfüllen sollte, kann, falls mir selber was einfällt. Kann ich da reinschreiben, das wären die Listen zur Kontrolle, was man im Video alles erwähnen sollte. Wenn euch noch irgendwas einfällt, was ich vergessen habe, könnt es mir in den Kommentaren schreiben, wäre sehr nett von euch, würde mich freuen. Ja, aber kommen wir nun zu dem, was wir eigentlich zeigen wollen. Und zwar habe ich hier sogar mein eigenes, das war das erste, das ich bekommen habe, war das Musterstück quasi. Hat sich bisher gut bewährt, ein paar Mal ordentlich im Einsatz gewesen, habe einen ganzen Teppich von meinem Auto damit zugeschnitten, weil einfach der Griff, das kann man so gut zwischen die Finger klemmen und richtig fein arbeiten. Ich musste eben überall schneiden, wo lackierte Stahlteile waren und wollte natürlich den Lack nicht zerstören und auch das Messer nicht stumpf machen auf dem Metall. Und darum musste ich überall so ganz knapp schneiden. Könnt ihr ein Teppichmesser oder sonst was nehmen. Aber ich wollte das kleine Ding ausprobieren und hat wunderbar funktioniert. Ja, aber die Details mal ganz kurz, schnell vorweg. Im Webshop seht ihr das alles. Klingenlänge, also scharfe Seite ist 31 mm, Klinge gesamt ca. 34 bis 35 sehe ich hier. Dann der Griff hat ziemlich genau 50 mm bei dem Stück. Aber wir haben ja noch ein zweites. Das ist es nochmal hier zum Vergleich im Original, so wie ihr es bekommen werdet oder würdet. Hier das zweite Stück. Auch ein sehr schönes Teil. Wie gesagt, mir gefallen beide sehr gut. Wirklich schöne Messer und echt funktionell. Dieses hier ist ein wenig größer, hat eine Klinge von knapp 40 mm und der Griff hat dafür 53 mm, also gesamt ca. 95 und das hat gesamt 85. Okay, ist doch so groß. Ja, wunderbar. Eindeutig. Ja, hier hinten ist noch der Lanyard oder für die Kette, wie auch immer man würde, einen dünnen Lanyard vielleicht durchbringen, einen dünnen Paracord, je nachdem. Hier würde man eventuell sogar einen normalen Paracord durchbringen. Wie man sieht, das Hunter-Messer ist doch ein bisschen größer als das Butcher-Messer. Aber wie gesagt, ist Geschmackssache. Mir gefällt hier die Klingenform eben sehr gut auch und die Gesamtform, die Griffschalen, die Farbe. Ist einfach generell ein sehr schönes Stück. Die Griffschalen sind aus Titan. Ich gehe hier mal einfach mal die ganze Liste durch. Also Materialklinge ist Damastil. Ich bin mir nicht hundertprozentig sicher, ob es der schwedische Damastil ist oder ob es einfach nur ein rostfreier Damaststahl ist. Die Härteprüfung, also so eine grobe Härteprüfung mit meinem Feilenprüfgerät, quasi also verschiedenen harte Feilen, die ich habe, hat ergeben, wir müssen über 55 sein und knapp rund um die 60 Rockwell. Also das würde für einen rostfreien Damast ziemlich gut hinkommen. Sie geben auch an mit 58 bis 59 Rockwell Härte. Also ich vermute mal, das kommt wirklich recht gut hin. Hier ganz oben am Eck, ich denke es. Könnt ihr nicht sehen im Video, hier ist ein ganz kleiner Kratzer, wo ich die Klinge wirklich auch angekratzt habe. Zu sehen, das war eben die 65 Rockwell Pfeile einmal und auch die 60 Rockwell hat ganz leicht gebissen, aber eben nur ganz schwach. Ja, wie gesagt, die gehen wir weiter, Länge, Dicke haben wir schon. Die Dicke ist ca. 2,5 mm. Arretierung haben wir hier ein Liner Lock, der sehr gut steht und sehr gut hält. Also ich habe es auch schon mit dem Gegenschlagtest ein paar Mal probiert und hält wirklich ordentlich. Muss ich sagen, hier kann es mit meinem Stück gerne, ich denke, ihr werdet es nicht sehen, aber kann es gerne demonstrieren. Auch hier, wenn ich es auf den Finger klopfe mit dem Messerrücken, es verstellt sich nichts und es schließt wunderbar. Das Einzige, was die kleinen Messer hier haben, dadurch, dass Titan direkt auf den Messerstahl kommt, haken sie ab und zu ein wenig. Aber das ist im Anfang und sobald man hier ein bisschen Öl oder was ich gerne empfehle, ist hier mit dem Bleistift einfach mal hier auf die Linerlockfläche drauf. Ganz leicht mit dem Bleistift, ein bisschen Graphit drauf, das schmiert wieder und schon hakt es viel weniger.
Wie gesagt, das ist eigentlich das Einzige, was mir aufgefallen ist, dass sie eben, weil sie hier nicht zusätzlich nochmal was eingebaut haben, drum immer Vorsicht, nicht zu weit überbiegen, die Frame Lock. Denn wenn man sie zu weit überbiegt, dann ist sie zerstört. Quasi, dann kann man sie so stark verbiegen, dass man das Messer auseinanderbauen muss und sie wieder zurückbiegen muss. Könnte dann allerdings irgendwann auch brechen, wenn man das öfters macht. Also Vorsicht hier geboten beim Schließen des Messers eben, dass man hier nicht zu fest drückt, also nur so fest, wie es nötig ist, um die Klinge einzuklappen. Und dann ist es gut. Ja, hier wollte ich eines dieser Messer mal zerlegen, um euch zu zeigen. Hier meine nice Servicebox, wo ich verschiedene Werkzeuge in den richtigen Größen drin habe. Um mal zu schauen, wie das Messer wirklich von innen ausschaut. Ich selber habe es nie zerlegt. Man sieht nämlich von außen die Kugellager. Also man braucht es nicht zerlegen, um die Kugellager zu sehen. Allerdings hier sieht man schon, wie das erste Kugellager hier. Ich denke, ihr erkennt den Messingring hier drin, dass das kein normaler Messingring ist, sondern eben ein viel dickerer, gewölbter Ring. Das ist so eine gewölbte Schale quasi, wo die Kugeln drin liegen und geschützt sind, dass sie nicht rausfallen können. Ja, gehen wir mal hier weiter. Hier haben wir einen 8er Torx und einen 6er Torx, wie es aussieht. Auf der Rückseite sind das glatte Bolzen, also keine Schrauben und keine. Wow, da ist es. Und schon ist es mir entgegengekommen. Mal vorsichtig die Klingenachse rausschieben. Opa. Ich habe einfach zu grobmotorische Hände für so feines Zeug. Ich frage mich ab und zu, wie ich meine Messer zusammenbringe, aber funktioniert. Ja, wie wir hier erkennen, die Linerkante ist nicht mal bearbeitet. Das heißt, sie lasern die Dinger so genau, dass sie einfach stimmen. Hier wird nur hier an dieser Fläche nach geschliffen wenig, bis es passt und fertig. Also sehr schön auch, der Liner geht wirklich eine gute Stärke weit nach außen oder beziehungsweise nach innen vom Messer, das ist sehr gut. Hier diese Kugel. Hier diese Kugel ist auch keramisch, kann ich gerade erkennen. Die ist schwarz hochglänzend. Eine Metallkugel würde sich bei Damastil nämlich auch abnutzen. Okay, die kleinen Lager scheinen nicht keramisch zu sein, wie ich hier erkennen kann. Aber es sind zumindest Kugellager, die man unschwer erkennen kann. Sechs Kugeln. Ich schätze mal, dass sie einen Millimeter dick sein werden. Ich muss sagen, bin erstaunt, dass es so kleine Lager. Aber ja, klar, machen kann man es. Warum nicht? Mit dem Laser ausschneiden die Form, hohlstanzen, Kugeln einsetzen. Das war's. Schlussendlich keine Hexerei, sowas herzustellen. Eigentlich. Ja, ich muss sagen, bin wirklich ein wenig überrascht. Sehr schön das Ganze, halt überrascht. Ich meine, ich kenne es ja. Hier hinten dieser kleine Teil ist noch mit einem zusätzlichen Bolzen gesichert, damit er sich nicht verdrehen kann. Auch sehr gut gelöst, einfach unsichtbar den Bolzen. Hier mit Sacklöchern reingebohrt. Sacklöcher sind Löcher, die nicht durchgehen. Falls jemand nicht weiß, auch hier ein Sackloch. Ja, bauen wir das Ganze wieder zusammen. Sollte ja auch keine Hexerei sein. Wow, wenn ich die Dinger in die Finger bekomme. So, Kugellager drauf. Messerklinge drauf. Zweites Lager drauf. Und Griffschale. Wieder dran. Ja, und schon ist wieder zusammen. Keine Hexerei im Großen und Ganzen hier. Ein wenig anziehen. Ordentlich anziehen. Also halt ordentlich. Ist ja so ein 6er Torx ist gleich mal ab. Darum nicht zu fest anziehen, sondern einfach. Ja, hier habe ich zu fest angezogen. Oh, perfekt. Sollte eben so spielfrei sein, aber die Klinge sollte von selber fallen. Das wäre die richtige Einstellung für ein Kugellager. Ein Kugellager sollte nicht unter Druck stehen.
sondern freigängig sein. Und eben spielfrei, dann arbeitet es am besten. Ja, wunderbar. Zerlegt, wieder zusammengebaut. Gehen wir noch schnell die anderen Punkte durch. Jetzt haben wir hier schon eigentlich alles gemacht. Die Mittelstellung geschlossen noch. Wie gesagt, wenn man das Messer richtig einstellt, dann ist diese auch wirklich gut, wie man hier erkennen kann. Ja, Achsellagerung hatten wir, falsche Schneide, Chimping, alles nichts hier, aber Chimping, naja, Chimping, soll man sagen, zwei kleine Kerben. Zu jedem Messer gibt es auch diese schwarze Kette mit dazu, die ist dabei, so eine Kugelkette mit Verschlusseimer und ein kleiner Schlüsselring ist auch noch hier dabei. Noch mit dabei ist eben die Box bei jedem Messer. Alles hier meinen Sie, ist meine Box natürlich irgendwo im Kasten verstaut, aber eben hier so eine Box mit Deckel, eine ganz einfache, ist auch noch mit dabei. Nochmal die Farbe bei diesem Stück hier ist eben von hellblau über dunkleres Blau bis lila, orange, rötlich, sogar ganz wenig hier, orange, gelblich. Sie sind minimal anders, manche haben hier noch ein bisschen Türkis mit drin, manche sind eher nur bis lila bis hinten. Ist ein bisschen unterschiedlich, aber das silbrige mit gelbem Rand hier vorne, das haben sie alle ziemlich gleich so, von dem her. Und dieses gute Stück ist dunkelblau, hat einen lila Stich drin, so ein, ja, es ist schon ein bisschen lila eher, mit einem Blaustich fast schon, könnte man sagen, eine grüne Gravur, die recht gut dazu passt und dem Ganzen optisch doch noch einen schönen Aspekt verpasst. Ja, so, ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Lasst mir noch einen Daumen hoch und ein Abo da, wenn es euch gefallen hat. Daumen runter, wenn nicht. In den Kommentaren könnt ihr mir auch sagen, was ich besser machen könnte oder was euch sehr gut gefallen hat. Und ich hoffe, bis zum nächsten Mal.